Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem... Moment. Herzlich willkommen zurück. 2020 war für die meisten nicht ein gutes Jahr und bei mir ist das auch nicht anders. Viel hat sich verändert und mein YouTube-Channel hat definitiv darunter gelitten. Darum ist dies das erste Video nach mehr als einem Jahr. Das Intro, welches ihr gesehen habt, wurde kurz vor dem ersten Lockdown gefilmt, aber jetzt erst verwendet. Deshalb sieht die Werkstatt schon wieder etwas anders aus im weiteren Video. Wie ich schon früher erwähnt habe, will ich meinen Channel mehr auf allgemeines Basteln, aka Maker-Dinge, ausrichten. Das beinhaltet unter anderem 3D-Druck, Elektronik, Home-Automatisierung, etwas Programmieren und möglicherweise auch Miniature-Painting und vielleicht sogar etwas Terrain-Building für Tabletop-Games. Halt die Dinge, die mich jeweils gerade interessieren. Der Multicopter-Content wird aber ganz sicher nicht verschwinden. Wenn sich da wieder ein spannendes Thema ergibt, seht ihr das wie gewohnt hier. Nun, da dies aus dem Weg ist, zum eigentlichen Video. Ende 2019 habe ich meinen PC bessere Hardware verpasst und dabei endlich das alte Cooler Master Gehäuse ersetzt. Da ich schon immer ein Fan von RGB-LEDs war, hat das gehärtete Glasfenster des Fractal Design R6 neue Möglichkeiten für Styling eröffnet. Nur dass es gesagt ist, mir geht es nicht primär darum, möglichst viele Farben auf einmal zu haben, aka Rainbow Puke, sondern das System zu stylen, halt voll im Stil von Pimp My PC. Ich habe drei Dinge gepimpt, die auch gut zur Channel-Ausrichtung passen. Das ist nicht Absicht, aber auch kein Zufall. Die verschiedenen Interessen, die sich auch im Channel widerspiegeln, sind für mich Fähigkeiten, die wie Werkzeuge zusammen spannende Maker-Projekte ermöglichen. Folgende drei Dinge habe ich gebaut und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Erstens habe ich einen Streifen RGB-LEDs am Rande entlang installiert. Zweitens habe ich mein Logo in ein Plexiglas graviert und so montiert, dass die RGB-LEDs den Schriftzug erleuchten. Und drittens habe ich ein Set Warhammer-Figuren, genau genommen sind es Space Marine Scouts mit Scharfschützengewehren, mit fluoreszierenden Farben angemalt und Infrarot-LEDs im Gehäuse installiert, um diese leuchten zu lassen. Das Bild, welches so entsteht, lehnt sich optisch an den Retro, 80er, Chill und Synthwave-Look an und passt wie erwähnt zum Design meines Gaming-Modes der Home-Automatisierung. Dazu bei Interesse mehr in kommenden Videos. Subscribe, Glocke klicken und so weiter, ihr kennt das Spiel. Zu den RGB-LEDs. Diese steuere ich nicht, wie normalerweise vorgesehen, über ein Mainboard RGB-Header, sondern über ein ESP8266. Das ist quasi ein Arduino mit WLAN. Somit ist die Beleuchtung meines PCs in meinem Home Automation Beleuchtung integriert. Der Grund, dass ich das selbst gemacht habe und nicht die vom Hersteller vorgesehene Lösung brauche, ist, dass die Software einfach nur Scheiße ist. Um einfache Lichteffekte zu steuern, hatte Asus Aura einen kompletten Kern meines Ryzen 9 3990X verwendet. Aus irgendeinem Grund brauchen die fast 4 GHz, um etwas zu machen, was eine 160 MHz CPU mit weniger als 200 KB RAM hinbringt. Die adressierbaren LEDs WS2812B sind meterbare und können beliebig auseinandergeschnitten und wieder zusammengelötet werden. Dies ermöglicht es, sie an die Gegebenheiten im Gehäuse so gut wie möglich anzupassen. Damit das Licht schön diffusiert wird, habe ich Milchplexiglas in entsprechenden Streifen geschnitten und montiert. Die Stromversorgung erfolgt über 5 Volt vom PC.
Das gravierte Plexiglas, genau genommen heißt das Fotoglas in meinem lokalen Baumarkt, ist ein nur 1,5 mm dünnes Plexi. Es lässt sich relativ gut zurechtschneiden, indem mit einem guten Messer eine Sollbruchstelle geritzt wird und anschließend das Plexi an dieser gebrochen wird. Der Name Fotoglas machte für mich am Anfang keinen wirklichen Sinn, bis ich erst vor kurzem realisiert habe, dass die eine Seite spiegelblank und die andere rau ist. Das hat zwei Effekte. Zum einen erscheinen Dinge, die weiter weg hinter der Scheibe sind, unscharf, und zum anderen spiegelt die raue Seite nicht die Umgebung. Das Logo habe ich auf die glatte Rückseite der Scheibe graviert. Die Gravuraufnahmen, die ihr seht, sind nicht die des endgültigen Resultates. Ich habe mich später entschieden, den Text auf die Innenseite zu schreiben und somit musste ich es erneut und gespiegelt gravieren, damit die LEDs auf die Kante der Scheibe leuchten und den Schriftzug somit gut ausleuchten, habe ich 3D gedruckte Abstandhalter designt und in Schwarz gedruckt. Für die Infrarot-LEDs habe ich erneut 5 Volt vom PC verwendet. Dafür habe ich einen alten Molex-Adapter auseinandergenommen und entsprechende Buchsen angebracht. Die LEDs habe ich dann parallel mit dem korrekten Widerstand zusammengelötet und möglichst kleine Pakete gemacht, so dass ich sie gut verstecken kann. Eventuell ersetze ich die LEDs einmal durch LEDs mit einer anderen Wellenlänge, welche das menschliche Auge weniger sieht. Aber für den Moment bin ich damit zufrieden. Damit ich die LEDs relativ frei platzieren kann, habe ich kleine Magnete eingebaut. Die Minis habe ich erst schwarz grundiert und dann ein Edge Highlighting mit Weiß gemacht. Anschließend habe ich die weißen Stellen mit den fluoreszierenden Farben übermalt. Leider war das Resultat nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, da es den weißen Untergrund nicht brauchte und die fluoreszierende Farbe somit viel zu präsent war. Nach 2 Tagen Bedenkzeit habe ich sie noch einmal von der Farbe befreit und erneut schwarz grundiert. Dieses Mal habe ich aber ein paar Tests gemacht, bevor ich alle 5 Figuren angemalt habe und mich schlussendlich dafür entschieden, die Figuren mit den fluoreszierenden Farben zu drybrushen. Diese Technik wird bei Minis oft verwendet und besteht darin, dass ein weicher Pinsel mit der Farbe versehen wird und anschließend die meiste Farbe auf einem Haushaltspapier oder so etwas wieder abgestrichen wird. Somit fährt der Pinsel nur die erhöhten Stellen und es entsteht ein natürliches Highlight der Kanten. Ich bin mit dem Endresultat ziemlich zufrieden und falls ich meinen PC einmal auf dem Tisch betreibe und ihn nicht auf dem Boden habe, wird das noch mehr zur Geltung kommen. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was ihr vom Projekt und auch von der erweiterten Ausrichtung des Channels haltet. Vielen Dank und bis bald. Ciao zusammen.